Liebe Nordfriesinnen und Nordfriesen, wir befinden uns inmitten der vierten Woche, in der Covid-19 unser aller Leben bestimmt. 3 Wochen liegen bereits hinter uns. 3 Wochen, in denen wir alle miterlebt haben, wie durch die Schutzmaßnahmen das öffentliche Leben, unsere Reisefreiheit, aber vor allen Dingen unser durch Nähe geprägtes Miteinander eingeschränkt wurden. Diese Einschränkungen sind einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik. Bis vor wenigen Wochen gar unvorstellbar in unserer freiheitlichen Demokratie gewesen. So schmerzhaft, so tiefgreifend sie sind angemessen, sie sind verhältnismäßig. Wahrscheinlich haben sich auch bei Ihnen die Berichte beispielsweise aus Italien festgesetzt. Tragischerweise müssen wir seit der letzten Woche nicht mehr in die Ferne blicken. Auch wir hier in Nordfriesland haben unseren ersten Todesfall durch das Coronavirus beklagen müssen. Unsere Gedanken sind bei der Ehefrau und der Familie des Verstorbenen. Es zeigt uns ganz deutlich, dass die Pandemie jetzt auch hier im Norden angekommen ist. Wir, unser Gesundheitsamt, unsere Heimaufsicht, der Krisenstab und der gesamte Kreis Nordfriesland haben die vergangenen Wochen genutzt, um uns vorzubereiten. Vorzubereiten auf das, was kommen könnte. Und alles zu tun, damit es möglichst nicht dazu kommt. Zu diesen Schutzmaßnahmen gehören das Abstandsgebot, das Betretungsverbot der Insel, die Anordnung von Quarantäne, aber auch der tägliche Kontakt unseres Gesundheitsamtes mit den Covid-19-Verdachtsfällen, um abzufragen, ob Symptome entstehen, um dann schnell reagieren zu können. Durch diese und weitere Maßnahmen ist es uns gelungen, die Neuansteckung zu minimieren und damit das wichtige Ziel, den Verlauf der Pandemie zu verlangsamen, zu erreichen. Das Klinikum Nordfriesland, unser Rettungsdienst und wir haben die vergangenen Wochen auch dafür genutzt, zusätzliche Beatmungsplätze zu schaffen. Unser Hauptaugenmerk liegt gerade darin, Risikoeinrichtungen zu schützen, wie Praxen, Kliniken, aber vor allen Dingen Altenpflegeeinrichtungen. Wir müssen verhindern, dass Covid-19 in diese Einrichtung gelangen kann. Wir müssen verhindern, dass sich dramatische Szenen wie beispielsweise in Wolfsburg oder Würzburg sich hier bei uns wiederholen. Auch dafür benötigen wir Sie. Wir danken Ihnen für das Verständnis, was Sie in den letzten Wochen gehabt haben, diese Einrichtung nur in absoluten Ausnahmefällen betreten zu dürfen. Unsere Bundeskanzlerin hat vor einigen Tagen davon gesprochen, dass die aktuellen Zahlen einen ersten Hoffnungsschimmer in sich bergen. Das gilt auch für Nordfriesland. Aber diese zarte Pflanze Hoffnung, die müssen wir nun bewahren. Wir dürfen nicht aufhören, uns an Regeln zu halten. Wir müssen weiterhin diszipliniert bleiben. Wir müssen Abstand wahren, Gruppenbildung verhindern, Hygiene beachten, aber vor allen Dingen auch aufeinander aufpassen. Aufeinander aufpassen, das bedeutet, füreinander zu sorgen. Es bedeutet auch in Zeiten von Corona, das gute Miteinander fortzusetzen. Aufeinander aufpassen bedeutet aber nicht, dass wir gegenüber auswärtigen Kennzeichen mit dem allergrößten Misstrauen reagieren. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist es seit einigen Jahren nicht mehr vorgeschrieben, wenn man seinen Wohnort wechselt, dass auch das Kennzeichen umgemeldet werden muss. Das führt dazu, dass wir alleine hier in Nordfriesland 3.500 Fahrzeuge haben, die ein auswärtiges Kennzeichen haben, hier aber ganz normal wohnen, nur eben keinen NF-Kennzeichen besitzen. In diesem Zusammenhang haben mir vereinzelte Meldungen große Sorge bereitet. Vereinzelte Meldungen, dass Personen, die nicht von hier kommen, dass ihnen mit dem allergrößten Misstrauen begegnet wird. Dass es übertrieben wird mit dem Aufeinander aufpassen. Dass die Grenzen der Höflichkeit überschritten werden. Bitte denken Sie daran, dass zu Recht Ausnahmegenehmigungen erteilt worden sind an Personen, die sich hier aufhalten dürfen. Und bitte denken Sie daran, es mit dem Aufeinander aufpassen nicht zu übertreiben. Wir sind eine Gesellschaft und gerade in Krisenzeiten müssen wir zusammenhalten. Im Moment ist nur Abstand ein Gebot der Fürsorge. Von
Von diesen Worten unserer Bundeskanzlerin sollten wir uns leiten lassen. Nun steht das Osterfest vor der Tür. Eines steht fest, das Osterfest wird anders sein als in den vergangenen Jahren. Aber vielleicht gelingt es uns. Vielleicht gelingt es uns, unseren Eltern, unseren Großeltern, ja unseren Liebsten auch zu Ostern nah zu sein, ohne räumlich beieinander. Berichten Sie doch gerne nach Ostern auf unserer Facebook-Seite von Ihren positiven Erlebnissen, Ihren kreativen Ideen, wie Sie das haben umsetzen können. Wir würden uns freuen, darüber zu lesen. Abschließend möchte ich mit einer herzlichen Bitte an Sie. Eine herzliche Bitte für heute und für die nächsten Tage. Wenn Sie Fragen haben, dann scheuen Sie sich nicht, dann kommen Sie auf uns zu und stellen Sie diese. Aber vor allen Dingen bleiben Sie stark. Befolgen Sie auch zu Ostern konsequent die Regeln. Und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Das ist meine Bitte und dies ist die Bitte unseres Kreispräsidenten Manfred Uckermann. Ich wünsche Ihnen ein schönes Osterfest.